Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Sim Airport. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mir das ein oder andere Video angucken wollte, um das mit der Gepäckausgabe hinzukriegen. Aber dank dem guten Ilefix war das überhaupt nicht notwendig. Erstmal vielen Dank. Denn, man weiß es nicht, hat mir gesagt, wie ich denn dahin komme, dass ich hier den Sicherheitsbereich geschlossen halte. Und zwar geht das wie folgt. Wir haben nämlich Sicherheitstüren. Die muss ich allerdings jetzt gerade erst einmal suchen. Ich habe noch nicht zwischendurch irgendwie reingeguckt. Tür. Ich glaube, das ist wie so eine, nicht direkt wie so ein Drehkreuz, aber es ist so eine Art Durchgang. Wir müssen mal einmal schauen. Irgendwo hier wird das ja wohl sein. Schiebetür, das ist nicht richtig. Lagerraum, nee. Okay, wir suchen einfach mal Tür. So, das ist Sicherheitsausgang, den haben wir gesucht. Sehr schön. So. Den machen wir mal da. Und dann machen wir jetzt hier große Schiebetür, die machen wir mal hier oben hin. So. Jetzt können nämlich hier alle Leute rausströmen. So, dann müssen wir jetzt nur noch den Bereich der Gepäckausgabe ändern. Was ist hier? Oh, das muss gewartet werden. Dann lassen wir das doch mal dringendst reparieren. So, und wir müssen einmal die Zone für die Gepäckausgabe. Haben wir sie da? Die machen wir jetzt mal hier hin. Und diese Zone wird jetzt einfach mal gelöscht. So, da liegt zwar noch ein bisschen Gepäck rum. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange das da noch rumliegen wird. Ach, es despawnt einfach. Okay, kann man auch so machen. Gut. Wir wollten ja grundsätzlich unterirdisch mal die Gepäckbänder ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, wo die hier starten müssen. Da muss ich nochmal gucken, wo man das am Flugfeld anbindet. So, Remote-Sicherheitsstation. Wir haben einen Ticket-Kiosk, der ist glaube ich auch neu, oder? Warum auch immer der den bei GEP anzeigt. Aber ich würde sagen, ich weiß jetzt noch nicht, inwieweit die Dinge überhaupt gefragt sind. Deswegen würde ich sagen, wir stellen hier mal spaßeshalber 4 Stück auf. Direkt neben dem Klo, sehr romantisch. Nein, aber ich will einfach nur hier den Platz nicht verschwenden. Und da will ich halt wissen, also wir müssen die ja irgendwo aufbauen, damit wir wissen können, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. So, wir müssen allerdings hier nochmal bei den Böden schauen. Welcher war es? Ich glaube, es war die 7. Ne, ja, es war die 7. Alles klar. Wir wollen natürlich einen einheitlichen Boden hier für alles haben. Okay, das wird hier noch gebaut, deswegen ist es dann blockiert. Ach stimmt, wir müssen ja erstmal ein Fundament in der Etage da drunter anlegen. Also grundsätzlich Frustration. Oh, was ist denn bei der Frustration los? Haben jetzt viele ihr Gepäck verloren oder was? Oder woran hatte ich die gelegen? Mhm. Na gut. Okay, wir haben Nacht, das heißt, wir sollten natürlich die Gelegenheit grundsätzlich nutzen. Wow, was ist das denn hier für ein Disco-Effekt? Alter, nicht cool. Okay, ein paar Bugs. Nicht schlimm. So, wir machen da erstmal in der Etage drunter ein Fundament. Das haben wir jetzt bis hier hingemacht. Das sollte reichen. Dann machen wir einen Weg, der quasi da lang führt. Ich muss aber nochmal überlegen, ob wir beim Gepäckband. Wartet mal ganz kurz. Gucken wir nochmal, was wir da alles haben. Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt ein bisschen die Kamera drehen. So, Gepäckdepot. Ein Endpunkt im Freien, der von den Asphaltarbeitern verwendet wird und an unterirdische Fördersysteme. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich diesen Punkt hier draußen.
damit die hier irgendwo, wo auch immer das dann im Endeffekt sein soll, das Gepäck hinbringen können. Ich hätte jetzt gesagt, hier würde theoretisch Sinn machen, weil das halt der Mittelpunkt von den dreien ist, ne? Dass wir, wenn wir die drei Gates haben, dass wir das hier hinbringen und erstmal das Ganze antesten. So, und dann müssen wir ein Fundament drunter machen. Aber gut, wir haben jetzt erstmal hier noch genug Fundament zum Aufbauen. Also hier wird es langsam auch schon ein bisschen voller an der Sicherheitskontrolle. Aber gut, das ist halt so schwallmäßig. Das passt dann schon. So, die Spielzone ist auf jeden Fall beliebt. Das finde ich schon mal gut. Ich bin gespannt, ob das mit der Gepäckausgabe klappen wird, so wie ich mir das vorstelle. So, wir sind fertig mit Forschen. Ich weiß zwar gerade gar nicht mehr, was genau wir zuletzt erforscht haben. Wir könnten natürlich den erweiterten Busbetrieb nehmen. Wir können Rolltreppen nehmen. Treibstoffports. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Da muss ich mich aber vorher noch mit auseinandersetzen ein bisschen. Komm, wir machen erstmal den erweiterten Busbetrieb. Dass wir dann mit der Forschung ein bisschen vorankommen. Vorfeldmanager. Braucht der ein Büro? Wahrscheinlich, ne? Na? Sie helfen, alle Flugzeuge auf dem Boden gegen eine kleine einmalige Gebühr freizubekommen. Wenn ihre Arbeit erledigt ist, gehen sie wieder. Auch bekannt als goldener Kupplungspreis. Aha. Aber wo sind denn dann bitte die Mitarbeiter, die auf dem Runway sind? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht ganz gecheckt. Na egal, wir kriegen das schon früher oder später hin. So, das Fundament ist gesetzt. Das finde ich gut. Ich mache jetzt mal bewusst einen etwas schmaleren Weg. Gott sei Dank sehen wir... Sorry für den Grafikfehler. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ihn auch seht. Ich befürchte es fast. Also, machen wir erstmal da ein Fundament hin. Und dann raus aus dem Kellergeschoss. Oh, blöd, dass wir hier bei dem Ticketkiosk keine Übersicht haben. Warte mal, können wir das vielleicht an den Finanzen sehen? Ja, das sind nur die einzelnen Terminalgebühren. Ein Einzelhandel wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Nope. Ach, schon wieder das Restaurant alles aufhängt hier. Nee. Transport sowieso nicht. Das sind nur die Startlandegebühren. Okay, die haben wir nicht aufgelistet. Das heißt, die haben keinen Einfluss. Ja, gut, stimmt. Die kaufen ja letzten Endes auch nicht die Tickets bei uns, sondern die kaufen ja die Tickets bei den Fluggesellschaften. So, ich muss jetzt mal schauen. Wir machen das erstmal so. Wir machen jetzt die zwei... Na, ja, wir sollten, glaube ich, schon eher drei hinmachen. Warte mal. Okay. Also wir, das ist jetzt alles Experimentierphase, ne? Seht mir bitte nach, wenn ich es jetzt nicht direkt optimal hier aufbaue. Bitte tötet mich dafür nicht gleich. Warte mal, okay, das ist... Den ja theoretisch mehr oder weniger so. Das ist jetzt ein bisschen doof positioniert, muss ich gestehen. Kann man das noch abbrechen? Warte mal ganz kurz. So, abbrechen. Abbrechen. Wir machen das erstmal hier hinten hin alles.
Boah, ich bin echt gespannt, ob wir das einigermaßen sinnvoll hinbekommen mit den Gepäckbändern. So, da haben wir das Förderband. Alles klar, da müssen wir auf jeden Fall schon mal die Route gleich bauen. Ich weiß nicht, ob der Gepäckscanner... Warte mal ganz kurz. Passagier-Handgepäck. Okay, das ist nur für Handgepäck. Gut, alles klar. Das heißt, die beiden Teile brauchen wir schon mal nicht. Das ist gut. So, Gepäckdepot. Warte mal. Aber wir haben das Fundament, glaube ich, nicht weit genug gesetzt. So, machen wir mal so. Da haben wir auf jeden Fall genug Platz. Oh, wir können noch eine Etage drunter. Krass! Mein Gott. Jeden Flughafen man dann bauen kann, ey, mit zwei Etagen nach unten. Ist das ein... Ich muss gerade überlegen, ist das neu oder gab es vorher schon nicht? Ich wusste es einfach noch nicht. Hatte man durch Zaun blockiert. Ah, Moment, Moment, die Wand muss weg. Das Gepäckdepot. So, kommt mal dahin. Ah, Moment, stopp, stopp, stopp. Abbrechen. Das war falsch rum gedreht, glaube ich. Wir müssen das so machen. Ja, dann kommt es hier rein, meine ich. Also wenn ich das Objekt jetzt so, wie es aufgebaut ist, richtig deute. So, Gepäck, warte mal, Verbindung zu einem, von einem und zu einem Gepäckknotenpunkt, aha, muss einem, ach, okay, okay, jetzt verstehe ich, das muss einem Gate zugewiesen sein. Okay, wisst ihr was, dann machen wir das anders, dann planen wir nochmal die Fundamente ein bisschen anders. Wir wissen ja jetzt, dass es einem Gate zugewiesen sein muss, deswegen machen wir da mal ein Fundament hin. Das können von mir aus da bleiben. Wo machen wir es hier oben hin? Ja, wir sollten, wenn möglich, nicht über den Runway hinausgehen, denke ich. Also hier ist jetzt eine Ausnahme, aber das sollte, glaube ich, grundsätzlich nicht sein. Bisschen länger. Und dann hier machen wir das daneben. Würde ich sagen, ich glaube, das macht Sinn. So, erstmal sorry für die Grafikbugs. Ich kann da leider tatsächlich nichts für. So, Förderband. Oh, ich brauche auch dringend einen breiteren Durchgang. Da müssen wir die Wände weg. Damit ist echt ein Graus hier. So, das wird jetzt erstmal dauern, bis wir das hier alles soweit fertig gebaut haben. Ich sollte vielleicht erstmal mit einem Gepäckförderband anfangen und uns das dann einfach angucken, wie das läuft. Weil, wie gesagt, das ist jetzt gerade alles experimentell, ne? Also, ich habe mir da jetzt noch nichts zu angeguckt. Aber ich muss gestehen, ich habe tatsächlich den einen oder anderen Denkfehler gehabt. Aber gut, ne? Ich meine, wir fangen ja gerade erst an. Wir lernen das ja gerade erst alles. Von daher passt das schon. Ich hoffe, euch passt das. Also, dass ihr mir jetzt nicht zu böse seid. Muss ich jetzt etwa die Rolltreppe erforschen? Noch, damit die überhaupt benutzbar ist? Was ist denn da? Rolltreppen 42. Mein Gott.
jeden Fall bald mal hier eine weitere Ausweiskontrolle machen, sonst kommen die Leute nicht rechtzeitig zu ihren Fliegern. Wie schaut es hier aus? Auch 152 Passagiere. Sehr schön. Das finde ich richtig gut. Ganz ehrlich, hier staut sich das so sehr an den Kassen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Hier sind noch 5 Arbeiter eingestellt. Wobei, ganz ehrlich, so voll wie die Sitzplätze sind, ich glaube, wir brauchen einfach mehr Sitzplätze. Beziehungsweise einen größeren Mampfbereich. Aber gut, wir brauchen sehr viel. Wir haben noch sehr viel vor uns. Ui, die Ticketautomaten gehen ja richtig gut. Dann würde ich doch mal sagen, sollten wir da ruhig mal mehr von bauen. Na, Moment. Weg da. Machen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dass man reinkommt und sich direkt sein Ticket ziehen kann. Und wir brauchen dann jetzt, wohin ich mir das hier so angucke, definitiv noch eine Ausweiskontrolle. Was ist das? Ach, digitaler Werbebildschirm. Okay, alles klar. Aber ich glaube, 2 reichen. Machen wir nochmal hier Schlangen. Und wir stellen noch 2 Sicherheitsleutchen ein. Also, die ackern gerade unterirdisch alle wie die Blöden. Ich sehe zwar nicht wo, aber irgendwo werden sie bestimmt ackern. Zumindest hören wir Baugeräusche. Ach, hier sind sie. Okay, alles klar. Jetzt haben wir sie auch endlich mal gefunden. Oh Mann, ey. Wir machen so einen schönen Gewinn am Tag. 161.000, aber wir verbraten direkt alles Essen für 3 Milliarden Fundamente. Aber gut, das kostet ja auch, ne? Und was gut ist, das kostet halt. Und Fundamente sind immer gut. Auf jeden Fall geht die Forschung jetzt schön schnell. Die Rolltreppen sind bald erforscht. Finde ich gut. I like. Ich muss sagen, ich finde es doof, dass, obwohl hier was platziert ist, die trotzdem da alle durchgehen können. Das finde ich jetzt nicht so schick. Aber gut, ich glaube, das können wir einigermaßen verkraften. Wisst ihr was, komm. Wir haben so viel zu bauen. Wir holen uns jetzt erstmal einiges an Baukrügen hinzu. Dann kriegen wir das auch mal endlich ein bisschen schneller hin. So, und wir sehen dann direkt schon einige Sachen, die weg können, nämlich die ganzen Wände hier. Okay, die sind noch gar nicht fertig gebaut. So, ich halte mal kurz eben hier drauf. Bitte einmal wegmachen. Dankeschön. Die bitte auch wegmachen. Danke, die auch. Wir brauchen hier aber definitiv noch etwas mehr Fundament. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier bald erstmal alles richtig einrichten. Weil das eine ist ja dafür, um das Gepäck raufzuholen, das andere um es runterzuholen. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt so hinkriegen. Ob ich überhaupt jetzt das alles richtig verstehe, wie das hier zu funktionieren hat. Wäre schon geil. Hoffen wir mal das Beste. So, da ist noch ein bisschen was im Weg. Und damit wir hier um die Ecke kommen, vernünftig, machen wir auch mal hier noch ein bisschen Fundament hin. Wenn wir denn das Bauen mit hätten. Ach so, okay, die Ware muss erst kommen, sorry. So. Okay, dann Band.
Wobei ich sehe, wir sind schon ein bisschen. Wir sind gerade am Ende der Folge. Okay, ich würde sagen, wir machen den Rest beim nächsten Mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal fundamenttechnisch einen guten Grundstein gelegt, denke ich. Und da werden wir beim nächsten Mal anknüpfen. So, ach, wir müssen das noch zuhören. Ja, komm, das können wir uns ja eben noch gönnen. Ist doch schon zu gewesen. Was soll das denn so? Zuordnen. 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 So, müsste jetzt überall passen. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.